Hallo da draußen, liebe Journalisten. Guten Tag. Marlene Halbach, mein Name vom Science Media Center in Köln. Willkommen zum nächsten virtuellen Pressbriefing und zwar zum Thema die Rolle von Preprints und fachlicher Kritik sowie der Umgang mit Unsicherheit im wissenschaftlichen Prozess. Häufiger als je zuvor werden in Zeiten von Corona vorläufige Ergebnisse aus der Wissenschaft breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Vorläufig nenne ich die deshalb, weil sie als sogenannte Preprint-Publikationen schon vor einer Begutachtung durch unabhängige Wissenschaftler vorveröffentlicht werden, also Preprint. Einerseits ergibt sich daraus eben ein enormes Potenzial, den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn in solch einer Akutsituation, wie wir sie gerade haben, zu beschleunigen. Andererseits erfahren wir diese Ergebnisse dann eben aber eine enorme Aufmerksamkeit, wobei sie eigentlich noch mit etwas Vorsicht zu behandeln wären. Am Montag konnte eine solche öffentliche Diskussion live in journalistischen und sozialen Medien verfolgt werden, als ein Preprint von der Arbeitsgruppe um Professor Drosten zum Thema, wie viel SARS-CoV-2-Virus lässt sich bei verschiedenen Altersgruppen eigentlich finden, in den Fokus geraten ist. Diesen Tumult als Anlass im Hintergrund möchten wir heute deshalb mit Experten über die Rolle solcher Preprint-Publikationen in der aktuellen Krise, aber auch generell in der Wissenschaft sprechen, sowie über den Umgang mit Unsicherheit und kollegialer Kritik in der Wissenschaft im Zusammenspiel mit Journalismus und Öffentlichkeit. Sie da draußen, Sie sind schon 18 Teilnehmer, sehe ich. Eigentlich hatte ich in der Mail geschrieben, es geht um 14 Uhr los. Das nehme ich absolut auf meine Kappe. Leider musste es jetzt schon um 14 Uhr starten, weil man danach nicht mehr die Startzeit ändern konnte. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe aber trotzdem, dass alle, die Interesse daran hatten, jetzt schon da sind. Ich versuche einfach ein bisschen langsamer zu sprechen. Dann kriegen wir die vielleicht auch noch mit, die um 10 nach erst dazukommen. Aber wenn Sie jetzt schon Fragen haben, für die Sie schon drin sind, können Sie die gerne hier in den Chat stellen. Meine Kollegin hat sich dort auch gerade schon gemeldet. Und wir werden sie dann eben sammeln, diese Fragen, und an die Experten stellen, sobald das passt. Und bitte benutzen Sie dafür aber die Funktion an alle Teilnehmer, heißt sie da unten, weil die Kollegin von mir das eben sammelt und die muss das auch lesen können. Deswegen bitte an alle Teilnehmer. So, bevor wir in die Diskussion gehen, möchte ich natürlich hier zuerst noch einmal meine fachliche Unterstützung auf dem digitalen Podium vorstellen und jeweils eine Eingangsfrage an Sie beide richten. In alphabetischer Reihenfolge haben wir dann zuerst hier Professor Dr. Rainer Bromme. Er ist Seniorprofessor für pädagogische Psychologie am Institut für Psychologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Herzlich willkommen, Herr Bromme. Willkommen. Danke für die Einladung. Das ist schön, dass Sie da sind. Und meine Eingangsfrage an Sie wäre direkt, und danach stelle ich den anderen Experten vor, wie beurteilen Sie eine solche Situation wie Montag geschehen, aber auch schon häufiger in der Vergangenheit? Also welche Probleme entstehen, wenn methodische Kritik, also sehr spezifische Kritik an einer Publikation, die ja im wissenschaftlichen Prozess völlig normal ist, medial als Kontroverse abgebildet wird? Naja, die Probleme, die daraus entstehen, haben erstmal damit zu tun, dass es offensichtlich bei manchen der Beteiligten ein Missverständnis darüber gibt, was überhaupt Kritik unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bedeutet. Und wenn das jetzt schon der richtige Moment wäre, könnte ich dazu gleich vielleicht einiges sagen. Aber vielleicht wollen Sie auch erst Herrn Lehmkuhl vorstellen. Also Sie dürfen gerne noch ein bisschen was erzählen, okay, wenn Sie möchten. Okay. Ja, ich habe gefragt, weil man muss da ein bisschen ausholen, weil es ist eigentlich ein langer Weg von den ersten Schritten der Forschung bis hin zu dem Moment, wo man gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse hat. Und bei diesem Weg braucht man verschiedene Schritte und verschiedene Instrumente. Man braucht im Labor Instrumente, man braucht statistische Verfahren und so weiter. Und dann gehört aber auch zu dem Weg, was man dazu braucht, ist ein Konferenzraum, ziemlich viel Kaffee und ein gut funktionierendes E-Mail-System, weil man das, was man gefunden hat im Labor und was man aufgeschrieben hat, mit Kolleginnen und Kollegen beraten muss. Das heißt, diese Beratung und diese Kritik und diese Beratung ist dann auch nicht immer nur, dass sich alle auf die Schulter klopfen, sondern das bedeutet auch, das zu kritisieren, das gegebenenfalls auseinanderzunehmen. Das ist etwas, was zum originären Kernbestand der wissenschaftlichen Wissensproduktion gehört. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und es ist nicht ein Indiz dafür, dass irgendwas schiefgegangen ist, sondern man kann sagen, man braucht immer ein Messgerät und immer Kaffee. Und das muss, weil das eine gehört so essentiell
dazu wie das andere. Und erst im Zusammenspiel von einer Diskussion, die dann bei diesem Kaffee geführt wird, und einer und der Produktion von Daten, ihrer Interpretation, das produziert dann. Und dupliziert sich dann nochmal, damit man zu einem wirklich verlässlichen Befund kommt, müssen viele Leute unabhängig voneinander eigentlich den gleichen Prozess durchlaufen. Und das ist eigentlich auch wieder ein Beitrag zu einer weiteren Diskussion. Und in dem Prozess entsteht eigentlich erst auf diesem langen Weg entsteht wissenschaftliches Wissen. Und was wir eben im Moment erleben, ist ein Einblick in diesen Maschinenraum der Wissensproduktion. Und das ist diesen Einblick, den gibt es schon länger. Es gibt auch früher schon Beispiele dafür, dass ein solcher Einblick von der Öffentlichkeit genutzt wird. Aber wir haben im Moment rund um Covid-19 in vieler Hinsicht eine ganz besondere Situation. Und entsprechend ist jedes Missverständnis davon und jede Kritik, die so daherkommt, und das ist das, was wir ja jetzt auch beobachten konnten, oh, da haben Leute was kritisiert und das ist ein Indiz für ein echtes Problem, was es da etwa in der Berliner Gruppe gibt, ist basiert auf einer entweder unwissenden oder aber böswilligen Missverständnis davon, wie Wissenschaft eigentlich arbeitet. Das, glaube ich, reicht erstmal für den Einblick. Ich finde das schon mal sehr hilfreich für diese nächste anstehende Diskussion. Ich würde aber jetzt eben erst Herrn Lehmkuhl, da können wir, glaube ich, gleich noch weiter drauf eingehen, Herrn Lehmkuhl vorstellen. Und zwar haben wir im zweiten Bild hier Professor Dr. Markus Lehmkuhl. Er ist Professor für Wissenschaftskommunikation in digitalen Medien am KIT, also am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Lehmkuhl, bevor ich die Frage stelle, könnten Sie ein bisschen das Mikro vielleicht noch hoch machen? Man hört so ein bisschen Ihr Atmen. Ja, super. Danke. Corona wird ja über eine Flut von Preprints berichtet. Ist das überspitzt gesagt jetzt eine Glanzleistung des Wissenschaftsjournalismus oder eher ein Problem, weil sich inzwischen ja selbst Boulevardreporter auf Preprint-Servern tummeln und dort nach Argumenten suchen? Und welche Herausforderungen ergeben sich eben aus diesen Preprints für die journalistische Beobachtung aus Wissenschaft? Ja, also eingangs will ich ja mal sagen, dass, sagen wir mal, das ist jetzt eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Das ist natürlich irgendwie dem Umstand geschuldet, dass man so wenig weiß über Covid-19 und dass die, sagen wir mal, Forschungsliteratur in diesem Zusammenhang eine sehr große Relevanz gewinnt für die Öffentlichkeit. Und das ist als erstes schon mal eine sehr, sehr ungewöhnliche Konstellation. Also das ist nicht üblich. Ich will aber mal irgendwie voranschicken einige, sagen wir mal, grundsätzlichere Sachen, was jetzt diese Preprints betrifft. Insbesondere Preprints im medizinischen, biologischen Bereich. Also es ist ja so, dass es seit Jahren dieses Archive gibt, wo sich die Mathematiker und Physiker tummeln. Und dort hat sich in der Mathematik und auch in der Physik, auch in Teilen anderer Disziplinen, eine andere Publikationskultur zu etablieren begonnen. Also, und das sehen wir jetzt eigentlich auch in der Biomedizin, dass ungefähr seit 2014 man wahrnimmt, dass es extremes Wachstum gibt auf den Preprint-Servern, insbesondere auf dem Bio-Archive. Über den Med-Archive, über den ja vieles dieser Covid-19-Studien im Moment laufen, nicht alle, aber viele, da kann man auch nicht so genau irgendwas sagen, weil das ist ja erst seit Juni 2019 gewissermaßen aktiv. Es gibt es ja noch nicht mal ein Jahr. Also da verzeichnen wir jedenfalls einen sehr starken Anstieg, was die Uploads an Preprints betrifft. Das ist erstmal Nummer eins, also so zum Hintergrund. Was man jetzt bisher so herausgearbeitet hat, ist jetzt die Frage, warum macht man das eigentlich? Also erstmal deutet jetzt dieser massive Anstieg auch in der Biomedizin darauf hin, dass sich auch in diesen Disziplinen die Publikationskulturen zu ändern beginnen. Die Frage ist, warum? Das können wir nicht ganz genau beantworten, aber eine der Antworten ist wahrscheinlich, erstens hängt es natürlich damit zusammen mit der Politik der Journals, also der Zeitschriften, in denen dann die gereviewten Paper dann publiziert werden. Mehr und mehr dieser Journals akzeptieren Preprints. Also würde das nicht so sein, würde man wahrscheinlich diese Steigerung auch nicht sehen. Und ursprünglich war das Preprint-Verfahren ja gedacht, als eine Möglichkeit, ich habe jetzt ein Paper und ich stelle das Paper gewissermaßen, ich setze dieses Paper der Kollegenkritik aus,
bevor ich es überhaupt ins Review-System gebe. So ein bisschen eine Digitalisierung von dem, was Herr Bromme so mit Kaffee und so meinte. Also gewissermaßen eine Erweiterung des Kreises, der sich dem annimmt und dann entsprechend Kritik äußert zu diesem Paper, das ich dann wiederum als Autor aufgreifen kann, um mein Paper zu verbessern und es dann ins Peer-Review zu geben. So war das jetzt ursprünglich mal gedacht, diese Idee dieser Preprint-Publication. Diese Daten, die wir haben, die deuten aber darauf hin, dass die Wissenschaftler das so gar nicht nutzen, sondern die benutzen das als eine Möglichkeit, schnell zu publizieren und eben auch mutmaßlich deswegen, weil sie dann sofort eine Referenz auch haben, auf die sie dann wiederum in weitergehenden Forschungen verweisen können, weil ja der Review-Prozess das kann jetzt 6 Monate verstreichen zwischen Einreichung und Akzeptierung oder Ablehnung. Das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Das wäre schon. Es gibt auch Daten zu. Ja, ja, gibt es. In der Schön. Ja, aber kann ich gleich nachliefern. Ja, gut, dann wunderbar, wunderbar. Und ja, und das ist jetzt erstmal der Rahmen. Und was das jetzt für den Journalismus bedeutet, da ist jetzt voll, das ist natürlich, das wäre dann sehr bedeutsam, dieser Wandel, wenn jetzt gewissermaßen sämtliche Forscher dazu übergehen, ihre Preprints zu veröffentlichen und der Preprint-Server im Grunde zu der Quelle wird für diejenigen Leute, die Wissenschaft beobachten. Weil das würde sie doch in Schwierigkeiten bringen, weil damit die Verfahren und die Heuristiken, die die Journalisten im Moment anwenden, nämlich die Orientierung an dem Journal, in welchem Journal es steht, das ist ganz wichtig. Und zweiter wichtiger Punkt, die Angewiesenheit auf die Aufbereitung dieser Informationen durch Pressematerial, was eben auch sehr häufig durch die Verlage gemacht wird oder durch die Universitäten, aber hier sind insbesondere die Verlage wichtig. Diese Art von Heuristik, die fällt weg. Also wenn das jetzt nicht wäre, dann wäre das Verhältnis zwischen Wissenschaft, insbesondere zwischen diesen Forschungsleistungen an der Spitze sozusagen und dem Journalismus, mindestens gestört. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch, dass es ein Irrtum wäre, wollte man jetzt glauben, gewissermaßen diese Referenz auf diese Peer-Review-Journal-Artikel würde den Journalismus davor bewahren, ich sage es mal etwas plakativ, Ergebnisse zu verbreiten, die einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten. Also das Peer Review bewahrt davor nicht. Das liegt an dem, was Bromme ja erläutert hat. Ein Ergebnis, das publiziert ist, das an dieses Ergebnis schließen andere an. Und ich habe, es gibt auch Studien dazu. Eine einzelne zum Beispiel kam zu dem Ergebnis, die haben wir jetzt mal ganz genau angeguckt, welche, in dem Fall ging es um ADHS, welche Ergebnisse wurden sehr, sehr breit aufgegriffen von der vom Journalismus und wie viele davon haben sich im späteren Verlauf als, also da ging es immer um bestimmte Effekte, die da gefunden wurden. Und in wie vielen dieser Studien haben sich letztlich die Effekte, insbesondere entweder haben sich die Effekte massiv verringert oder haben sie sogar aufgelöst in der dann weiterlauf der Folge. Und das war bei 6 von 7 dieser Studien der Fall. Das ist natürlich nur ein punktueller Ausschnitt. Es soll nur illustrieren, dass, sagen wir mal, ein Peer Review nicht den Journalismus nicht davor feit, Ergebnisse zu verbreiten, die sich im weiteren Verlauf als nicht, sagen wir mal, belastbar erweisen. Das ist, wollte ich eigentlich sagen, zu Beginn dieser Runde, da wird es ja gleich speziell noch werden, nehme ich. Genau, da würde ich aber direkt mal einhaken, außer Herr Bromme hat jetzt direkt dazu was. Im Endeffekt könnte man ja den Journalismus jetzt auch ein bisschen in Schutz nehmen, wenn man jetzt sagen würde, ja, er verbreitet aber doch teilweise Ergebnisse, die sich dann im Verlauf wieder ändern. Das ist ja aber eigentlich nur der normale Gang der Wissenschaft, wenn man das jetzt mal so wertfrei eben da stehen lässt. Ja, das ist schon, normal, das will ich ja natürlich, ja. Ich will da gleich einhaken, weil das ist ein wichtiger Gerne. Punkt. Also es wäre jetzt, sagen wir mal, nicht weiter bemerkenswert, würde der Journalismus, sagen wir mal, einmal publizierte Ergebnisse, sozusagen hier, ich habe was Neues, X macht Z, Journalismus berichtet darüber, freue ich mich.
Aber wenn der Journalismus dann den weiteren Verlauf dieser Beziehung zwischen X und Z verfolgen würde, das tut er aber nicht. Sondern die Studien werden rausgegriffen, die werden verbreitet, aber eigentlich der Verlauf der wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesem Ergebnis, der findet dann weitestgehend außerhalb des Journalismus statt, es sei denn, ein Ergebnis hat wirklich eine ungeheure, sagen wir mal, Prominenz erzielt. Wenn jetzt jemand das Dolly-Schaf sozusagen nicht reproduziert und sagt, ja, das geht alles gar nicht, das war alles gewissermaßen, das funktioniert nicht, dann stünde das natürlich schon in der Zeitung. Aber das ist eben nicht der Regelfall. Kann man das denn irgendwie abfangen? Also müsste man jetzt, ja, Herr Bromme, sonst vielleicht aber direkt dazu. Aber das Interessante, da gibt es noch keine Daten, glaube ich, darüber, aber das Interessante ist natürlich, dass es schon jetzt rund um Covid-19 Beispiele dafür gibt, dass es doch bestimmte Themen und sogar bestimmte konkrete Studien auch über längeren Zeit durchaus auch medial berücksichtigt werden. Denken wir an die Gangl-Studie. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür. Das heißt, wir erleben im Moment schon, dass auch es eine mediale Repräsentation dieses Iterationsprozesses, dieser immer erneuten Prozesse von Datenproduktion, Interpretation und dann wieder Kritik gibt. Das gibt es in Ansätzen. Ich glaube, dass im Moment das durchaus eine neue Qualität ist. Wobei immer, wenn wir heute jetzt von neuer Qualität sprechen, muss man da auch eine Klammer drum machen und sagen, vieles von dem, was wir im Moment erleben, auch gerade medial erleben, hat, dafür gibt es Parallelen, ähnliche Phänomene, nicht so sehr bei uns, sondern in den USA rund um den Klimawandel. Da hat es eigentlich in vieler Hinsicht analoge und ähnliche Phänomene gegeben, wie die wir jetzt hier rund um Covid-19 erleben. Das muss man jetzt Klammer zu sagen. Also insofern, ja, ich würde Herrn Lehmkuhl da komplett zustimmen, glaube aber, dass wir möglicherweise im Moment an einer, an der Entwicklung einer neuen Situation sind. Ja, da, was natürlich an der Relevanz des Themas liegt. Also das wollte ich sagen, das ist der Grund. Und das ist wahrscheinlich trotzdem auch nur, das ist nicht der Normalfall, sagen wir so. Also, dass so viel Aufmerksamkeit eben auf ein Thema gelenkt wird, ist ja wirklich nicht der Normalfall, hatten wir ja gerade. Totaler schon. Sonderfall. Ja. Wollen Sie dazu den Zahlen vielleicht noch was sagen? Herr Lehmkuhl, Sie haben da doch durchaus mal Studien gemacht. Also, wie viel Aufmerksamkeit so normale Studien bekommen oder was für ein kleiner Ausschnitt das ist aus dem, was eigentlich so veröffentlicht wird? Ja, also der ist natürlich sehr klein. Also wir haben so Abschätzungen vorgenommen auf der Basis von so sehr großen Erhebungen, wo wir halt 5 Millionen wissenschaftliche Resultate daraufhin untersucht haben, wie viel Medienresonanz die erhalten. Und die Zahl der Resultate oder sagen wir mal der Anteil der Resultate, die überhaupt eine, sagen wir mal, irgendwie nennenswerte Resonanz erzielt im internationalen Journalismus, der liegt natürlich bei 0,01%. Das heißt, das ist ein sehr kleiner Anteil von Studienergebnissen, die überhaupt eine mediale Resonanz erzeugt. Und damit nicht genug, hat man zusätzlich noch sieht man zusätzlich noch im Journalismus eine sehr große Schwierigkeit im Wissenschaftsjournalismus, dass sich die Aufmerksamkeit auf eine einzelne Studie dann auch wirklich fokussiert, weil von einem, sagen wir mal, Effekt in der Öffentlichkeit kann man eigentlich erst dann ausgehen, wenn eine Studie doch breit durch die Medientitel aufgegriffen wird, also nicht eine Studie von einem und so. Und auch da sehen wir, dass das eher ein Sonderfall ist. In den allermeisten Fällen ist das so eine Ansammlung von einzelnen Studien, abhängig vom Medientitel. Sie legen 10 Medientitel nebeneinander und jeder berichtet über andere Studien. Und das ist auch ein Charakteristikum, sage ich mal, dieser öffentlichen Behandlung oder durch die journalistische Behandlung von Forschungsresultaten. Jetzt ist es aber in dem Fall Covid ja so, dass es echte wissenschaftliche Unsicherheit gibt. Also wir erforschen oder die Wissenschaftler erforschen ja quasi live gerade die Pandemie. Wie breitet sie sich aus? Was haben eigentlich die Kinder zum Beispiel damit zu tun? Also das Thema eben, worum es jetzt auch am Montag ging. Das ist echte wissenschaftliche Unsicherheit. Haben Sie vielleicht beide eine Idee, wie man denn mit der am besten umgeht, wie man die kommuniziert auf allen möglichen Ebenen, also sowohl als Journalist, als Wissenschaftler, als auch vielleicht, wie die Öffentlichkeit damit umgehen sollte? Möchte das mir jemand?
Also Herr Brunner? zum einen ist es, also das Allerwichtigste ist, dass man diese Unsicherheit artikuliert als, ich spreche jetzt mal davon, wie man als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler damit umgeht. Die Frage, wie man das journalistisch behandelt, das ist nicht mein Forschungsgebiet. Kann Ich vielleicht will Herr mich Lehmkuhl selber gleich. nicht beschäftigen, wie Ja. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit umgehen. Und was man ableiten kann aus Forschung zu Vertrauen und Verstehen von Bürgerinnen und Bürgern in Wissenschaft, was man daraus mehr oder weniger direkt oder indirekt ableiten kann, darauf, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit umgehen. Das Erste ist natürlich, dass man sehr offen mit dieser Unsicherheit umgehen muss. Das heißt, genau benennen muss, worin die liegt. Ist es eine Unsicherheit, die etwas mit einem Studiendesign zu tun haben oder mit dem Zugriff auf Daten zu tun hat oder damit, dass man wirklich kausal eigentlich noch nicht weiß, warum bestimmte Sachverhalte so sind, wie sie sind. Also dass man bestimmte kausale Erklärungen sozusagen theoretisch noch nicht verstanden hat. Es ist sehr wichtig, das zu explizieren. Wir haben empirische Studien dazu durchgeführt, wie sich Laien, Bürgerinnen und Bürger, erklären, warum sich Wissenschaftler widersprechen. Und da finden wir ein Muster von vier grundlegenden Erklärungen, die auch alle ganz plausibel sind. Fälle, warum sich Wissenschaftler widersprechen. Das kann nämlich daran liegen, dass, so sind diese Laienannahmen, Bürgerannahmen, daran, dass der Sachverhalt selber noch als so komplex angesehen wird, dass es eben unsicher ist und dann zu Widersprüchen führt. Oder dass unterschiedliche Methoden angewendet werden. Das ist ja etwas, was wir auch haben. Oder dass unterschiedliche Interessen, also durchaus persönliche Interessen, verzerrende Interessen dabei sein könnten. Oder dass es unterschiedliche Ausbildungsgrade gibt. Und diese vier Faktoren, Erklärungsfaktoren, sind sozusagen stabile Alltagstheorien. Ich sage deshalb, sie sind stabil, weil es analoge Untersuchungen aus den USA gibt, die ziemlich die gleiche Struktur von Erklärungen gefunden haben. Und das muss man wissen, wenn man als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler über Unsicherheit und über Kontroversen kommuniziert. Man muss wissen, dass man dann nicht spricht vor dem sozusagen in einen leeren Raum herein, sondern vor dem Hintergrund existierender Annahmen. Und zu den Annahmen muss man sich auch gegebenenfalls verhalten. Man muss sie nicht alle abarbeiten, aber es ist klar, dass bestimmte öffentliche Diskussionen und auch gerade mediale Diskussionen sind, dass sie mal mehr, mal weniger einen dieser Annahmen mehr oder weniger implizit oder explizit auch nahelegen. Und dann ist es wichtig, auch darüber zu sprechen. Das heißt, also klar Unsicherheiten benennen und auch klar Erklärungen dafür zu liefern, warum Unsicherheiten bestehen. Und jetzt beziehen wir das mal auf die aktuelle Situation. Passiert das genug? Also sagen wir mal so, für mich jetzt als medizinischer Laie, ich bin natürlich als medizinischer Laie auch daran interessiert, zu wissen, was der Stand ist in Bezug auf Covid-19, schon für viele lebenspraktische Fragen. Ich habe mir jetzt zur Faustregel gemacht, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die solche Unsicherheiten auch artikulieren, eher für vertrauenswürdig zu halten als Leute, die in Talkshows sitzen und praktisch zu jeder Frage, die was mit Covid-19 und Virologie oder Epidemiologie zu tun hat, immer eine knackige Antwort haben. Das ist immer ein Indiz dafür, wenn zu allen Fragen ein Wissenschaftler eine knackige Antwort hat, dann ist es ein Problem. Herr Lehmkuhl, wollten Sie vielleicht noch so Journalismus und Umgang mit Unsicherheit was sagen? Ja, also das ist jetzt etwas, von dem ich sagen würde, wissenschaftliche Unsicherheit ist jetzt für Journalismus im Prinzip, würde ich sagen, nicht so ein Problem, weil der Journalismus natürlich grundsätzlich darauf geeicht ist, mit widersprüchlichen Botschaften irgendwie umzugehen. Der hat natürlich auch dazu entsprechende Routinen entwickelt. Das läuft alles über das ist das Wichtigste wohl. Es gibt noch mehrere, aber die spielen nicht so eine große Rolle. Am wichtigsten ist halt dieses He says, she says Verfahren. Das ist ganz klar, dass natürlich in der politischen Kommunikation immer wieder Anwendung findet und auch im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Wissenschaft, insbesondere solche kontroversen Fragen wie jetzt hier, welche Rolle spielen jetzt die Kinder bei der Infektiosität? Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Beispiele, wo genau dieses Verfahren angewendet wird. Das heißt, es werden Befunde A vorgelegt und Befunde B, die widersprechen sich. Und dann operiert der Journalismus.
muss, also weil es ist natürlich unbefriedigend, wenn man nur sagt, he says, she says und man fragt sich ja, und was ist nun sozusagen? Gibt es jetzt ja Gründe, die mich mehr in die eine Richtung lenken sollten oder mehr in die andere? Und da operiert der Journalismus üblicherweise mit so ein paar Glaubwürdigkeitsindikatoren, will ich die mal nennen. Ne? Mhm. Also der stellt jetzt heraus, manchmal auch bestimmte Eigenschaften der Studien werden dann herausgestellt oder aber auch Eigenschaften der Wissenschaftler, die fabriziert haben. Das dient letztlich als eine ja sozusagen Heuristik einer Situation, einer um zur, also richtig zu klären, ist diese Situation halt nicht. Und wenn das so ist, neigt der Journalismus auch nicht dazu, jedenfalls unseren Befunden zufolge, nicht dazu, jetzt etwas eindeutiger darzustellen, als es ist. Also sobald er diese Informationen hat, dass etwas nicht ganz, ja, dass es da irgendwie widersprüchliche Ergebnisse gibt oder so. Sobald er das, sagen wir mal, eingefangen hat, dann trägt er dem auch entsprechend Rechnung. Eigentlich üblicherweise über so, ja, im Grunde zur Routine erstarrten Sachen wie Botschaft A lautet so und Botschaft B lautet anders. Mhm. Wir kriegen hier schon eine erste Frage rein, die ich direkt mal mit aufgreifen würde. Ich hatte mir schon so eine ähnliche überlegt. Also die Frage geht nochmal so ein bisschen auf das von Montag, also zwischen Drosten und der Bild ein. Daten sind das eine, sagt die Journalistin hier, oder der Journalist, Entschuldigung. Die Folgerung daraus etwas anderes. Also haben Drosten et al. Das zum Beispiel ein bisschen überinterpretiert? Ich würde diese Frage eher hinten anstellen, sondern wichtiger ist, wäre es nicht vielleicht besser, wenn Preprints nur die Daten, die Methodik darlegen, also weniger schon vor dem Peer-Review die Conclusion liefern? Würde das auch falsche Interpretationen durch Journalismus vorbeugen? Finde ich eine sehr spannende Frage. Also spontan würde ich sagen, zum Wesentlichen des Preprints gehört es natürlich, dass da die dieser Preprint-Publikationen gehört, dass die Formate noch sehr viel offener sind. Das heißt, da ist vieles Unterschiedliches möglich. Sodass, anders als bei wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln, wo wir ein ganz strenges Korsett, aus guten Gründen, ein ganz strenges Korsett der Struktur haben, von dem was behandelt werden muss. Von daher ist es klar, es gibt ja erstmal viele Freiheitsgrade. Die Frage lautet ja hier, wäre es besser, wenn die Preprints nur die Daten, die Methodik darlegen, aber eben nicht die Conclusion liefern. Genau. Ich glaube nicht, dass das helfen würde sozusagen mit dem Problem, worüber wir hier gerade sprechen, sondern ich glaube, dass es generell notwendig ist, dann diese Preprints zu interpretieren als einen Vorschlag für eine mögliche Interpretation, also wenn die Conclusion geliefert werden. Und bei der Rezeption dessen auch immer für möglich zu halten, dass das nochmal verändert werden kann und daraus eben vor allen Dingen keine Rückschlüsse zu diesem in diesem Stadium der Wissensproduktion noch keine Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob jetzt insgesamt diese Arbeit qualitativ akzeptabel ist oder nicht. Ich würde da trotzdem nochmal, oder Herr Limkohl direkt dazu? Ja, ich würde mich dem anschließen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt so nur Daten und keine Conclusion, dass das, sagen wir mal, etwas brächte. Das, was hier, glaube ich, also die Schwierigkeiten des Journalismus, mit diesen Preprints umzugehen, die ließe sich nur, aus meiner Sicht, ließe sich die nur dadurch mildern, dass man im Grunde einen Ersatz schafft für die Heuristiken, derer sich die Journalisten heute bedienen. Zum Beispiel, indem man hier eine Aufbereitung dieser Preprints macht mit Blick auf deren Metadaten. Also es gibt dort schon entsprechende Korrelationsstudien, die zeigen, dass man abhängig zum Beispiel von den Downloads eines Preprints sozusagen relativ gut prognostizieren kann, ob dieser Preprint in einem Peer-Review-Journal landet, und man kann sogar mit, natürlich immer mit Unsicherheit verknüpft, aber man kann sogar Aussagen darüber treffen, welchen Impact dieses Journal wahrscheinlich haben wird, abhängig von frühen Nutzerdaten solcher Preprints. Und es würde, sagen wir mal, ein Weg sein, wenn jetzt der Journalismus gewissermaßen
zurückgeworfen wäre oder angewiesen wäre in massivem Ausmaß, nicht nur bei dieser Covid-19-Sache, sondern dann würde das sicher unumgänglich sein, dass man solche Vorselektionen gewissermaßen vornimmt auf Basis von den ursprünglich eingebürgerten Heuristiken in der Journalistik. Das wäre ehrlich gesagt der einzige Weg, der mir jetzt einfiele, um, sagen wir mal, in diesem Überall, was ja da entsteht, durch diese Tausenden von Studien, da in irgendeiner Weise eine für Journalisten sinnvolle Struktur zu bringen, das in eine sinnvolle Struktur zu bringen. Aber vielleicht darf ich ergänzen, in gewisser Weise ist das natürlich auch ein unlösbares Problem oder ein Dilemma, oder ein, weil das ist ja gerade die sozusagen die Pointe bei Preprints, dass sie eben noch nicht den Status eines vorläufig gesicherten Wissens haben. Und jetzt zu sagen, wir müssen Lösungen finden, dass wir auch im individuellen Fall Indizien haben, dass es sich hier jetzt aber, dass wir doch wissen, dass es eigentlich gesichert ist, das ist bezogen auf der Basis des einzelnen Preprints eben sehr, sehr schwierig. Man kann da nur zu den Heuristiken greifen, die Herr Lehmkuhl angesprochen hat, die natürlich, wenn es sich um solche statistischen Beschreibungen handelt, sozusagen auch für die Masse oder für die Menge aller Preprints dann zutreffen, aber bezogen auf den Einzelfall wird es dann wieder schwierig. Für den Einzelfall hätte ich aber noch einen anderen, eine andere Empfehlung. Und zwar, ich glaube, das Interessante daran ist, auch wenn wir uns jetzt mal den Fall vom Montag angucken, das Interessante ist vor allen Dingen, wenn es eine Kritik gibt und wenn es einen Diskurs geht, wie gehen die Originalautoren mit dieser Kritik um? Das scheint mir das Entscheidende zu sein, weil es ist, wenn zutrifft, was ja die These von Herrn Lehmkuhl und von mir ist, dass es darum geht, dass Preprints eigentlich nur eine Form der Verbreitung und eine breitere Form dieses Besprechungstisches sind sozusagen, dann ist vor allen Dingen interessant die Frage, okay, welche Konsequenzen werden denn durch den Forscher, der da ursprünglich oder die Forscherin, die ursprünglich mit den Daten übergekommen ist, aus der Kritik von anderen gezogen? Und mein Vorschlag wäre eher, dass man da drauf guckt, wie nimmt jemand Stellung dazu, aber nicht Stellung dazu, wenn er angerufen wird von der Bild-Zeitung, sondern wie wird er Stellung dazu, wenn andere Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler das kritisieren? Wie wird mit dieser Kritik umgegangen? Das ist, glaube ich, und zwar jetzt auch nicht in öffentlichen Erklärungen, sondern umgegangen in Bezug in der nächsten Version des Papiers. Dann müsste man aber schon ziemlich tief, sag ich mal, in der Wissenschaftscommunity verankert sein, um das jetzt nachvollziehen zu können oder um da die richtigen, ich sag mal, Leute zu kennen, die man dann angucken muss, was die dann wiederum dazu sagen. Also setzt da schon eine gewisse Art von Fachkompetenz auch im Journalismus voraus, mit solchen Preprints umzugehen. Und wie sollte diese Kompetenz aussehen? Vielleicht eher so in Richtung Herrn Lehmkuhl gefragt, gibt es da Kriterien oder Kompetenzen, die man unbedingt haben muss als Journalist? Also, jetzt ist die Frage, worauf jetzt bezogen? Also Kompetenzen, sagen wir mal, die sich jetzt darauf richten, sage ich mal, dass jetzt Journalisten befähigt sind, die Qualität einer Studie gewissermaßen regelrecht zu beurteilen. Ich will jetzt keinem Journalisten zu nahe treten und ich weiß auch, dass es Journalisten gibt, die so etwas können in bestimmten Fällen. Aber das ist mit Sicherheit keine Eigenschaft, die man dem Journalismus in seiner Breite sozusagen irgendwie überantworten könnte. Dazu ist der Journalismus definitiv nicht in der Lage. Und nicht nur der Journalismus, sondern auch andere sind dazu nicht in der Lage. Dazu gibt es eigentlich ein zu großes, sagen wir mal, eine zu große Lücke in der Expertise zwischen, sagen wir mal, dem Wissenschaft und allem Übrigen. Also das ist keine Eigenschaft, die von der ich sagen würde, die kann man jetzt irgendwie Journalisten überantworten. Journalisten sind darauf angewiesen, sagen wir mal, bestimmte Heuristiken anzuwenden, die es ihnen erlauben, sagen wir mal, sich in dieser Fülle irgendwie zurechtzufinden. Eine etwas andere Frage ist, ob diese Heuristiken immer funktional sind. Also ob das auch wirklich immer funktioniert, das ist jetzt eine andere Frage. Aber
ohne solche Art von Heuristiken kommt man nicht aus. Und was man hier jetzt sagen muss, ist, dass natürlich Journalisten, die in diesem Feld unterwegs sind, müssen natürlich schon sehr viel wissen über das Publikationswesen, über die Art, wie Wissenschaftler ticken, was die so beeinflusst. Und sie müssen natürlich auch einen Blick dafür entwickeln, dass hier im Wissenschaftssystem derzeit, seit einiger Zeit, ja so sowas, was ich immer gerne sage, ein bisschen salopp, das ist ja ein Publikationswahnsinn, der da stattfindet. Es ist ja also einfach nicht mehr gesund, welcher Publikationsdruck in manchen Disziplinen herrscht und zu was der führt. Und zu was er führt, ist ja auch relativ schon ganz gut beschrieben. Also diese ganzen Reproduktionskrisen, die Schwierigkeiten, dass man nicht hundertprozentig immer jemand ist Wissenschaftler, also ist er auch integer, dass diese Gleichung nicht mehr überall in gleicher Weise unbedingt funktioniert. Und das sind natürlich alles ganz wesentliche Kenntnisse, über die der Wissenschaftsjournalismus eben auch verfügt. Leider muss man sagen, ist das auf dieses Ressort mehr oder weniger beschränkt. Also alle übrigen Journalisten, die jetzt für andere Ressorts unterwegs sind, da ist diese Kenntnis nur wenig ausgeprägt, soweit wir das sehen können. Also da gibt es weder eine Orientierung bei den Experten an deren Reputation zum Beispiel als eine Heuristik. Das heißt jetzt nicht, dass derjenige, der eine höhere Reputation hat, immer die Wahrheit sagt. Aber ob er die Wahrheit sagt oder ob das wahr ist, ob das so zutreffend ist, das können wir sowieso nicht so richtig auseinanderklabüsern. Selbst diese Orientierung ist beschränkt auf die Leute, die auf diese wissenschaftlichen Themen spezialisiert sind. Alle übrigen wenden so eine Heuristik zum Beispiel gar nicht an. Da die Wissenschaftler gleich sprechfähig gewissermaßen. Mhm. Da kommt eine Frage an Herrn Bromme, an das, was Sie gerade gesagt haben, anschließend. Ich würde die jetzt mal nach vorne ziehen. Welche Möglichkeit haben denn Wissenschaftler, diesen Diskurs, von dem Sie gesprochen haben, transparent zu gestalten, ist jetzt hier die Frage. Und ich würde anschließen, und inwiefern ist das immer zuträglich, wenn dieser komplette wissenschaftliche Diskurs transparent ist für alle? Ja, die Frage, die Anschlussfrage deutet auch schon in eine Richtung. Das ist meine, also, genau. Bitte? Das war meine Anschlussfrage. Also die, ja, Ihre Anschlussfrage, ja, die deutet in eine Richtung, in der ich auch antworten würde. Also das Problem ist natürlich, dass dieser Diskurs nicht komplett, also der kann transparent gestaltet werden, in dem Sinne, dass prinzipiell, und das ist, scheint mir total wichtig, deshalb finde ich das auch so gut mit den offenen Preprint-Servern, der muss prinzipiell transparent sein, in dem Sinne, dass grundsätzlich, dass es gut ist, wenn grundsätzlich ein möglichst breiter Zugriff da ist. Aber das ist ein Aspekt von Transparenz, aber es ist nicht möglich, dass der zugleich so verständlich gestaltet wird, dass jeder einzelne Handlungsschritt, jedes Argument, jeder Beitrag auch noch darauf abgeklopft wird, dass er für die breitere Öffentlichkeit verständlich, nachvollziehbar und einordnenbar ist. Wenn man das fordern würde, würde man diesen Diskurs zerstören. Das funktioniert nicht. Oder dann würde man auch leugnen oder ignorieren, dass es natürlich viele wissenschaftliche Diskurse extrem voraussetzungsreich und extrem komplex sind. Das sehen wir jetzt schon bei den sehen wir auch bei den Beispielen, über die wir, die jetzt hier der Anlass zu dieser Diskussion beantworten kann. Die Frage nach den Möglichkeiten, die Wissenschaftler haben, den Diskurs zu gestalten, indem man sagt, was sind eigentlich die Punkte, die Probleme, über die sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Diskurs, wenn es dann darum geht, dass er öffentlich wahrgenommen wird, klar werden müssen. Und da gibt es aus meiner Sicht drei grundlegende Dilemmata, die Sie nicht auflösen können, aber über die man sich bewusst sein muss. Das eine habe ich bereits angesprochen. Das ist das Einfachheitsdilemma, nämlich dass es grundsätzlich so ist, dass es wünschenswert ist, dass Wissenschaftler in ihrer Kommunikation nach außen möglichst einfach und verständlich sind, dass sie aber gleichzeitig dabei immer wieder kommunizieren müssen, dass es dahinterliegende weitere Wissensbestände und
Beurteilungen gibt, die für den außenstehenden Betrachter und die außenstehende Betrachterin nicht so leicht selber sich zu eigen gemacht werden können, sodass jeder sagen kann, naja, jetzt hat der Wissenschaftler das, der hat das vorgetragen, der hat das vorgetragen, jetzt sage ich selber mal, wer jetzt hier eigentlich recht hat. Das ist, das haben wir auch empirisch untersucht. Also wir finden zum Beispiel, wenn Wissenschaftler eher sehr einfach und verständlich sprechen und dabei nicht gleichzeitig signalisieren, dass es dahinter aber noch eine sehr komplexe Wissensbestände gibt, die das rechtfertigen, was sie hier im Einzelnen erklären, dass das dann eine sogenannte Einfachheitsillusion bei Bürgerinnen und Bürgern, bei Laien erzeugt, die dann dazu führt, dass sie meinen, sie könnten über diese Themen in der Sache, also wer jetzt hat hier eigentlich Recht, urteilen. Und das ist ein Dilemma. Es gibt ein zweites Dilemma, das ist das Dilemma, über das wir ganz eingangs eigentlich auch schon gesprochen haben, dass wir in der, da wo es ein öffentliches Interesse an wissenschaftlichen Ergebnissen gibt, das hat Herr Lehmkuhl ja auch am Anfang angesprochen, es ein berechtigtes, die berechtigte öffentliche Erwartung gibt, dass wissenschaftliche Ergebnisse eindeutig sind, eine Orientierung bieten, aber häufig befindet man sich halt in dem Prozess, wo man diese Eindeutigkeit erst produzieren muss. Und das ist das zweite Dilemma, was man auch thematisieren muss. Also ich glaube, man muss über dieses Einfachheitsproblem sprechen und man muss über dieses Dilemma sprechen, wie viel wissen wir schon und wie viel wissen wir nicht. Und der dritte Punkt, der, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber der spielt gerade bei Covid-19 die Rolle, eine große Rolle, das nenne ich das Zuständigkeits-Ziel-Dilemma. Damit meine ich Folgendes, viele Fragen, und das ist, da ist Covid-19 ein gutes Beispiel, nehmen wir etwa das Beispiel Kindergartenöffnung, Schulöffnung, sind Fragen, für die die Problemlagen, um die es da geht, aus der Perspektive ganz unterschiedlicher Wissenschaftler betrachtet werden müssen, es aber in der Regel nicht möglich ist, ein einheitliches wissenschaftliches Modell der jeweiligen Problemsituation herzustellen. Also das heißt, es gibt psychologische Faktoren, es gibt epidemiologische Faktoren, es gibt infektiologische Faktoren, es gibt volkswirtschaftliche Faktoren, die alle und Effekte, die alle zum Beispiel aus Schulschließungen, Schulöffnungen resultieren. Man würde davon träumen, dass es ein Gesamtmodell gäbe, wo man wissenschaftlich mit einer Sprache diese Effekte spezifizieren kann. Das ist aber in der Regel nicht möglich. Es gibt Ausnahmen. Es hat vor kurzem ja einen sehr interessanten Vorschlag gegeben, wo aus dem IFO-Institut und von Kollegen aus der medizinischen Modellierung mal versucht würde, dass die medizinischen epidemiologischen Effekte und die ökonomischen Effekte von unterschiedlichen R-Zahlen, also wenn man die akzeptiert, wenn man versucht, die anzustreben, das in einem Modell zu, darzustellen. Das ist ein Beispiel dafür, was, was man eigentlich brauchen können, brauchen würde. Das ist aber in vielen anderen Bereichen nicht möglich. Und das führt aber dazu, dass häufig in der politischen Diskussion diese Frage, auf welchen Aspekt sollen wir jetzt eigentlich mehr achten, als so eine Zuständigkeitsfrage diskutiert wird. Und gesagt wird, ja, die Virologen reden, sagen hier zu viel oder die Ökonomen sind hier zu viel oder die Psychologen sind zu wenig gefragt. Dann wird sozusagen über die Zuständigkeiten der Disziplinen gestritten, aber eigentlich geht es eher um die Frage, ja, welche Ziele, welche Outcome-Variablen sind eigentlich die, auf die wir achten müssen, vor allen Dingen, und welche sind die, die wir priorisieren wollen, politisch, gesellschaftlich. Und es ist legitim, darüber zu diskutieren, aber es ist total wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie in diese Situation jetzt kommen, immer darauf dringen, dass es auseinandergehalten wird. Geht es eigentlich um Ziele oder geht es wirklich um Zuständigkeiten? Und da gibt es viele Vermischungen und ich glaube, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen über diese drei Dilemmata, das Vereinfachungsdilemma, das Widerspruch- und Konsensdilemma und dieses Ziel- und Zuständigkeitsdilemma, das muss man selber verstehen, um in der Kommunikation mit Journalistinnen und Journalisten und, oder eben direkt nicht sozusagen ja, so nicht, zu, nicht in die Situation zu kommen, dass man auf einmal gar nicht mehr versteht, dass man missverstanden wird. Herr Lehmkuhl, wollen Sie dazu noch was ergänzen, vielleicht aus journalistischer Perspektive? Das ist ja schon ein mehrfaktorielles Geschehen und eben nicht eine Studie wird veröffentlicht und dann berichten wir drüber und dann nicht mehr. Was Herr Bromme da eben gerade aufgezeichnet hat, kann man das als Journalist überhaupt überblicken?
Na, ich würde sagen, dass insbesondere der letzte Punkt hier in diesem ganz aktuellen Fall, wenn es jetzt um die Situation von Herrn Drosten geht, dass das hier natürlich eine große Rolle spielt, sozusagen, dass es hier mittlerweile natürlich, dass hier unterschiedliche Perspektiven eingezogen sind in das Problem. Am Anfang hat natürlich die virologische oder infektionsmedizinische Perspektive auf dieses Problem sehr stark dominiert. Auch die Problemwahrnehmung und auch die Folgenabschätzung und so weiter. Und dass das jetzt ein bisschen in den, sagen wir mal, dass das ein bisschen zur Seite tritt und dass jetzt auch andere Perspektiven, durchaus auch andere wissenschaftliche Perspektiven auf dieses Problem, sagen wir mal, Wirksamkeit entfalten. Und dass man hier natürlich, wenn man in so einer herausgehobenen Position dann sich befindet, wie Herr Drosten, natürlich diesen Zuständigkeitsbereich, das mag man immer reklamieren, sozusagen, ich bin nur zuständig und ich rede eigentlich nur über Facts oder sowas, die ich jetzt irgendwie herausgearbeitet habe. Aber schon im Grunde so eine Politisierung von dem, was man selbst tut und sagt, gar nicht vermeiden kann in so einer Gemengelage. Schon gar nicht dann, wenn man das dann auch noch unterlegt mit bestimmten Empfehlungen, wozu ja Wissenschaftler ausdrücklich aufgefordert sind, die zu äußern, wenn sie Grund dafür haben. Aber das gerät dann eben in so eine Gemengelage, wo man dann Gefahr läuft, dass einem im Grunde, wenn diese Empfehlungen dann nicht in die Linie passen, die man vielleicht, die sich vielleicht manche wünschen, dass man dann in so ein Fahrwasser gerät und die eigene Glaubwürdigkeit massiv beschädigt wird durch entsprechende Fokussierungen auf irgendeinen Fehler, den man mal begangen hat. Also das ist ein Problem. Da sprechen Sie schon einen interessanten Aspekt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte. Wir haben noch zwei Fragen aus dem Chat, ich stelle die gleich noch, aber wir knüpfen vielleicht direkt daran an, denn es ist ja nicht nur so, dass die Wissenschaft halt in die Öffentlichkeit wirkt und die Öffentlichkeit ein Bild über die Wissenschaft erhält, sondern eben auch umgekehrt. Es gibt ja durchaus eben rückwirkende Effekte. Also was macht das eigentlich mit der Wissenschaft? Und so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, ist ja schon, eben haben wir schon gesagt, sehr besonders, haben wir nicht häufig, dass so eine krasse Aufmerksamkeit auf Wissenschaft liegt. Haben wir denn eine Ahnung darüber, was das eben mit der Wissenschaft macht? Also, Sie haben gerade schon ein bisschen angesprochen, eben, dass man so Glaubwürdigkeitseffekte merkt, wenn es halt zu viel in eine Richtung geht. Können Sie da irgendwas zu sagen, was das für Effekte auf die Wissenschaft hat, so eine große Aufmerksamkeit? Ja, also ich würde mich jetzt da beziehen bei meiner Antwort, also was ist jetzt die Basis, da würde ich mich beziehen auf entsprechende Befragungen von Wissenschaftlern, die es zuhauf gibt, die sich beziehen auf den Verlauf der Interaktion mit den Medien insbesondere. Und da deuten eben die Daten darauf hin, also die Befragungsergebnisse im Grunde seit den 70er Jahren sind die relativ konsistent, dass das Verhältnis zwischen Wissenschaftlern und speziell dem Journalismus eigentlich relativ harmonisch verläuft, in der Regel. Aber wie gesagt, da hat man jetzt so diesen breiten Aufschlag. Man fragt irgendwelche Samples von vielen Wissenschaftlern. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wenn wir uns jetzt diesen Fall angucken, dass jetzt ein einzelner Wissenschaftler oder einige wenige Wissenschaftler in der Öffentlichkeit werden. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, weil da sind natürlich alle möglichen Konflikte vorgezeichnet. Also irgendwelche Übertretungen, die von Seiten der Journalisten, sozusagen irgendwelche Dinge, die als unstatthaft empfunden werden durch Wissenschaftler oder dass man sich in einen falschen Zusammenhang gerückt sieht und so. All diese Probleme, die dürften sich in so einer Covid-Situation und insbesondere mit Blick auf so herausgehobene Akteure wie Herrn Drosten. Ich bin mir ganz sicher, Herr Drosten würde jetzt sein Verhältnis zu den Medien bestimmt nicht so harmonisch irgendwie beschreiben, obwohl ich das jetzt nicht weiß, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass der da natürlich eine sehr viel differenziertere Ansicht nach all diesen Erfahrungen, die der da gesammelt hat. Aber das ist eben auch ein Sonderfall. Herr Bromme, noch was dazu? Ja, ich würde auch gerne jetzt nicht zu dem Sonderfall
etwas sagen, sondern sozusagen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Allgemeinen, weil es ja durchaus im Wissenschaftssystem und aus der Politik die Anforderungen an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, sich noch viel stärker in der Wissenschaftskommunikation zu engagieren. Und man kann sich schon die Frage stellen, was das eigentlich, wie sich das auswirkt, wenn solche Fälle, wie wir sie im Moment beobachten, sich sozusagen rumsprechen in der Wissenschaft. Mit was für Gefahren sozusagen, in welcher Weise man da attackiert werden kann, das eigentlich auch verbunden ist. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass über die Probleme, über die wir heute sprechen, die Probleme, die ich jetzt hier versucht habe, mit diesen drei Dilemmata, die zu beschreiben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möglichst früh in ihrer Ausbildung bereits sich mit solchen Themen beschäftigen und dass sie möglichst früh letztlich über das Verhältnis von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Gesellschaft reflektieren. Und wenn sie darüber reflektieren, dann stoßen sie genau auf diese und andere Dilemmata. Dann stoßen sie auf das Problem der Verstehensillusion, auf das Problem Ziele. Geht es eigentlich um Ziele oder geht es um Zuständigkeiten oder auf die Frage, wann kann eigentlich Wissenschaft was Belastbares sagen oder nicht? Und es ist, glaube ich, notwendig, dass von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht nur gefordert wird, betreibt Wissenschaftskommunikation und seid dabei möglichst verständlich, sondern auch betreibt es und seid dabei möglichst wenig naiv in Bezug auf all diese Probleme. Mhm. Und der Fall, also ich habe zum Beispiel den Eindruck, wenn ich für den Podcast von Herrn Drosten höre, dass Herr Drosten ein sehr gutes Verständnis von diesen Problemlagen hat und deshalb auch entsprechend zum Beispiel sehr häufig, und das finde ich zum Beispiel total wichtig, genau das anspricht, die unterschiedlichen Rollen, die unterschiedliche Disziplinen haben. Und wir haben ja auch noch gar nicht darüber gesprochen, die unterschiedlichen Rollen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in der Rolle als originäre Produzenten von wissenschaftlichem Wissen oder als solche, die wissenschaftliches Wissen zusammenfassen, aufbereiten, etwas, was zum Teil wird da so ein Unterschied gemacht in der Literatur zwischen Wissenschaftler und Experten. Und Experten sind dann die, die die Wissenschaft sozusagen nochmal resümieren. All diese Differenzierung, darüber haben wir jetzt ja gar nicht gesprochen. De facto ist es eben so, dass viele der Leute, die jetzt starkes öffentliches Interesse finden, immer beide dieser Rollen haben. Und das ist auch okay so, aber auch hier ist es wieder so total wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich darüber klar sind, in welcher dieser Rollen sie auftreten. Und kann ich nur nochmal sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, etwas salopp in Bezug auf Talkshows. Ich finde, das ist immer ein Vertrauenshinweis, wenn es explizite Anmerkungen zu diesen Rollenproblemen gibt oder zu den Grenzen. Aber das bedeutet nicht, dass es jetzt besonders vertrauenswürdig ist, wenn jemand sagt, naja, man weiß überhaupt nichts. Sondern wichtig ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr klar sagen, das kann ich jetzt aber mal, gegeben natürlich den wissenschaftlichen Diskurs, ziemlich sicher sagen und das und das und das weiß ich nicht. Und hier spreche ich in dieser Rolle und in jener Rolle. Ja, das war das, die angesprochene Unsicherheit eben mit kommunizieren. Und das, dieses Vertrauen, das können ja eben sowohl Laien als auch Journalisten eben also dieses Kriterium anwenden. Kommunizieren Sie das mit, diese Unsicherheit oder nicht, die gerade besteht und in welcher Rolle befinde ich mich? Also ist ja für Laie und Journalismus so gleichwertig, würde ich sagen. Wir haben noch zwei Fragen, die sich sehr stark wieder auf Preprints, also was natürlich auch eines unserer Hauptthemen hier ist, zurückbeziehen. Und zwar, gibt es eigentlich Daten dazu, welcher Anteil der auf Preprint-Servern veröffentlichten Arbeiten einer Überprüfung nicht standhält, also quasi nicht irgendwo in einem Peer-Review-Journal landet? Und wie sieht das im Vergleich bei Journals aus? Also wie viel wird denn da quasi abgewiesen? Aber ich würde mich vielleicht auf die erste Frage konzentrieren. Haben wir da Daten zu? Ja, man kann, ja, die Daten haben wir. Also was jetzt die Preprints betrifft, würde ich sagen, ist die Datengrundlage jetzt nicht so breit. Also es gibt nicht jetzt Dutzende Studien dazu, sondern mir ist ehrlich gesagt nur eine bekannt, die sich mit BioArchive jetzt befasst. Und dort ist es so, dass also 60% der Preprints in peer-reviewed Journals landen. Mhm. Also etwa ein Drittel findet diesen Weg nicht. Allerdings wissen wir nicht, warum nicht. Also wir wissen nicht, ob dieses eine Drittel überhaupt jemals eingereicht worden ist bei einem Peer-Review. Das kann man nicht sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass eben diese peer-reviewed diese
80% eben in den Peer-Reviewed Journals landen. Also das ist eine Sache. Und das andere, das war ja die Frage, was sind eigentlich die Ablehnungsquoten bei den Peer-Reviewed Zeitschriften? Die sind sehr unterschiedlich. Es hängt natürlich ab von dem Renommee der Zeitschriften. Es gibt, und darüber weiß man jetzt, soweit ich weiß, jetzt nicht so viel, weil die Verlage das ja auch nicht so irgendwie rausposaunen, aber man kann schon sagen, dass zum Beispiel also diese großen Zeitschriften wie Science oder Nature, die haben natürlich Ablehnungsquoten, die weit in die 90% reichen. Also das Allermeiste wird dort abgelehnt. Aber man muss jetzt den Review-Prozess nicht missverstehen in der Weise, das ist mir auch sehr wichtig, dass der zum Ausschluss gewissermaßen schlechter Studienergebnisse führen würde. Weil wir ja ganz klar sehen, dass Wissenschaftler eine Art von Downgrading betreiben. Das heißt, sie versuchen es zunächst einmal bei relativ angesehenen Zeitschriften oder sie schätzen selbst die Qualität ihrer Arbeit zunächst einmal ein und dann bemessen sie das so ein bisschen, in welche Zeitschrift könnte das passen. Und dann fangen die oben an, also bei den renommierteren, und wenn das dort abgelehnt wird, dann heißt das nicht, dass dieses Paper gewissermaßen aus der wissenschaftlichen Kommunikation ausgeschlossen würde, sondern es heißt eigentlich nur, dass der Wissenschaftler es dann eine Kategorie drunter nochmal einreicht. Und wenn er dort auch scheitert, dann geht er nochmal. Es ist eher anzunehmen, dass es zu einer Art von Downgrading führt von, ich sage mal in Anführungsstrichen, schlechter Forschung. Und die Wissenschaft, und das ist auch ein Problem der Wissenschaft, was man auch ganz deutlich mal betonen muss. Wir reden ja immer relativ positiv über die Wissenschaft, aber die Wissenschaft selbst hat auch ein Problem mit ihren Publikationsstilen sozusagen. Und es gibt einfach zu viel schlechte Studien. Und da geht auch einfach, da beißt auch, ja, nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist eben so, dass das auch ein Problem ist, mit dem muss die Wissenschaft irgendwie, das muss bearbeitet werden und wird ja auch schon bearbeitet. Aber trotzdem ist das, was man sieht, schon besorgniserregend. Also was jetzt die Qualität von solchen wissenschaftlichen Arbeiten betrifft. Ja. Aber ich würde schon gerne noch ergänzen. Gerne. Es gibt diesen Downgrading-Effekt, aber es ist natürlich schon so, dass Reviews sind ja nicht nur eine Qualitätskontrolle im Sinne von, wer kommt über die Latte und wer bleibt runter, sondern sie sind immer auch Qualitätsentwicklung. Also das heißt, wenn ich einen Artikel wiederbekomme und der wird abgelehnt, dann reiche ich den vielleicht bei einer anderen Zeitschrift ein, aber ich reiche ihn nicht in der gleichen Version ein, sondern ich versuche das, was ich da von den Reviewern als Begründung für die Ablehnung bekommen habe, auch zu berücksichtigen. Zumindest sollte es so sein. Es gibt sicher auch andere Fälle, aber man muss schon sehen, ja, dass es sozusagen immer ein Abwägen ist zwischen einer Qualitätskontrolle im Sinne eines Schlagbaums und einer Qualitätsentwicklung im Sinne von, also gute Reviews sind eben nicht Reviews, die nur sagen, nee, dein Text ist nicht akzeptabel, sondern ein gutes Review und ein guter Editor sagt, der Text ist nicht akzeptabel, deshalb wegen 1, 2, 3 und 4. Und das ergibt dann schafft dann die Möglichkeit, entsprechend nachzusteuern und das entsprechend zu verbessern. Also das, insofern ist es würde ich jetzt über Downgrading würde ich sagen, das ist nur die eine Seite der Medaille. Und das andere ist die Qualitätsentwicklung, die durch Review-Prozesse geschieht. Wir haben noch 2 Minuten Zeit und ich würde vielleicht eine letzte Frage, es ist ein bisschen Gedankenexperiment vielleicht, wie man mit Preprints umgehen kann. Und zwar ist die Frage, ist es nicht kurios, dass unfertige Studien, also eben im Falle von Preprints, viel leichter verfügbar sind als die eigentlich fertigen Studien, die oft hinter Bezahlschranken liegen? Wäre es nicht besser, den Zugang zu Preprints stärker zu begrenzen, also vielleicht nur für Forscher und wirklich akkreditierte Journalisten? Das ist die Frage, die hier noch reinkam. Haben Sie dazu eine Meinung? Also spontan würde ich sagen, diese Kuriosität besteht. Die hat aber vor allen Dingen mit den Problemen der Bezahlschranken zu tun. Also die deutschen Universitäten befinden sich ja im Moment mit einigen großen internationalen Verlagen sozusagen im Clinch, um mit diesem Problem, vor allen Dingen mit den horrenden Summen, die sie da zahlen müssen, umzugehen. Also das ist da eher die Schraube, an der, glaube ich, gedreht werden muss. Und die Begrenzung von Preprints, ich glaube, das
würde dem Sinn und den Möglichkeiten hier auch widersprechen. Nochmals, ist ja auch grundsätzlich durchaus wünschenswert, dass auch Nicht-Fachleute Zugang dazu haben, weil es, das ist nicht der Regelfall, man kann nicht darauf setzen, aber es ist, kann ja, es gibt ja durchaus Fälle, Beispiele dafür, dass auch Leute ohne einen entsprechenden institutionellen Hintergrund, ohne entsprechende Expertise zu einzelnen wissenschaftlichen Aussagen etwas beitragen können, jetzt also selber wissenschaftliche Ergebnisse dazu produzieren können. Das ist eine Diskussion, die rund um Citizen Science ja geführt wird. Also von daher scheint mir sozusagen da so Zäune aufzurichten, keine Lösung für diese Probleme. Herr Lehmkuhl, noch was dazu? Ich bin genau derselben Meinung. Also das ist sicher keine Lösung, sozusagen die Preprints abzuschließen. Also, nee. Da haben wir doch einen Konsens zumindest unter unseren Experten hier erzielt am Ende, würde ich sagen. Es ist nämlich genau 15 Uhr. Wir hatten so um die 40 Journalisten dabei zwischenzeitlich. Also es freut mich total, dass das Thema, was ja doch eher Meta ist, sag ich mal, so viel Aufmerksamkeit erregt hat unter den Journalisten. Ich hoffe, das hat geholfen und ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie dabei waren und geholfen haben, Unklarheiten zu Preprints zu klären und zu Unsicherheiten in der Wissenschaft. Und bedanke mich erstmal recht herzlich und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.